Mein Herrscher, wenn die sterben, der ist schon 63. Der soll nicht mal meine Nachfolgerin landen lassen. Die ist 666, verfickte Scheiße. Ich könnte ihn absetzen. So. Ich kann das. Der ist inzwischen alt, wenn man ihn absetzen kann. Minus 50 Prestige. Braucht man Prestige? Handelseinfluss. Intuition habe ich eh noch nicht. Lass mal abdanken. Kriegt man auch Stabilitätsverlust, wenn man den abdanken lässt? Wieder meistens da. Stehen nur Legitimität und Prestige. Ich mache einfach mal. Ja, ich kriege auch Stabilitätsabzug. Das steht nicht dabei, aber okay. Naja. Jetzt steigt meine Korruption, warum? Achso, der hat wahrscheinlich irgendwas mit Minuskorruption, das habe ich ja nicht aufgepasst. Plus 0,01 im Jahr. Na, geil. Also die KI ist schon wieder strohdoof, der Linie. Ist ganz was Neues. Haben die keine Truppen? Doch, bei mir da oben, ja. Großherzog Gemahlin, was? Das stimmt so nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Wieso? Meine Großherzogin hat einen Großherzog Gemahlin, was? Müssen sie gendern sein, ne? Ich glaube, das ist einfach nur völlig falsch. Oh, Böhmen ist wieder im Krieg mit Frankreich. Oh, und immer noch mit Spanien? Was zum Fick? Was machen die da? Ach. Kann sein, dass das Reich heute ganz schön zerbumst wird. Jetzt mache ich wieder Verlust, weil. Ach so, weil die drillen auch, ne? Können wir nicht Herrscher machen. Gemahlin muss dieses woke Scheiße sein. 1522 ist bekannt dafür. Dafür waren die bekannt. Aber hey, endlich kriege ich Punkte mal ordentlich. Jetzt hoffe ich für die auch 60, weil 666 ist schon geil. Wann kann man so machen? Nämlich 40 Jahre oder so musst du regiert haben, ne? Keine Ahnung. Ich weiß es also auch nicht, warum hasst mich Dänemark, Brandenburg so sehr? Oder ich meine das Territorium, also. Oh, Polen und Böhmen haben nicht mehr die gleiche Dynastie, ne? In etwas. Wenigstens etwas. Hassanit? Ist wie Kryptonit. Nee. Aber die Schweiz ist doch auch demokratisch. Kann man in der Schweiz irgendwas gründen? Deutschland? Oh, der Dackel aufstand. Ja, gut. Was läuft überhaupt so? Mann, das ist Guinea. Trapezunt ist mit Blauer Horde verbündet. Aha. Die gerade von Russland zerhackt wird.
Genua ist mit Polen verbündet. Und auch noch Teil des Reichs, nehme ich an. Nee. Ach nee, ist ja Italien, ne? Die KI hat die Armee auf meiner Seite da. Die können da nicht auf ihre Seite laufen, weil sie blockiert sind, Delfino. Jetzt können wir die ganze Zeit ihre Länder belagern, ohne dass Gegenwehr kommt. Oh. Ja, meine Vasallen nerven mir da auch noch rum, siehst du. Mhm. Oh. Mal gucken, wie wir sie auseinandernehmen denn. Oh, mehr Handelssteuerung. So, da belagerst du ja schon. Also wenn es möglich wäre, würde ich auch gerne so ein bisschen in Richtung Westen noch expandieren wollen. Meinst du hier die Ländereien hier? Durch Sanaa so ein bisschen, da nicht da noch ein bisschen Kriege führen kann. Wir immer nach Westen. Ah, Moment, ich muss jemanden beleidigen. Ich kann doch jemanden beleidigen, oder? Ja. Also den unteren Teil von an Alodien vielleicht noch mal gucken. Ja, wir mal gucken, was wir überhaupt kriegen. Oder nehmen können. Schweden, du stinkst hier. Ja, was machen wir denn zum Schluss? Die teilen sich ja schon wieder das Weltreich auf und ich... mir geht's schnell bergab. Venedig ist eine Großmacht, ey. So, Stackwipe. Die große Armee von Äthiopien ist weg. An dem Moment. Wieso zum Fick hat Theodoro schon? Was? Ja, ich denke mal, die werden noch ein bisschen weiterleben. Halt wirklich. Der Spielstand ist echt verrückt. Ich geh's mal da unten hin. Ja, belager mal da unten so, dass ich sehe, wie du das da haben willst. Ja, mach ich. Dass ich also jetzt circa den Grenzverlauf sehe. Mhm. Komm, Davy, nutz sie die Mauer. Nein, er will doch in den Westen, hast du nicht gehört. Hör doch mal zu. Oh, ich brauche noch den extra Händler, du. Ey, 32% Land. Die machen gerade Notrekrutierung. Definio. Hm. Die kapitulieren bestimmt bald. Endlose Mannstärke, los. Rekruten lassen alle los. Schon. Kann ich dir jetzt im Krieg den Boni geben? Nee. Ich brauche meine erste Idee durch. Hey. Ich habe nur zwei scheiß Zeitalter-Missionen. Wir müssen mal aufpassen, Delfino. Die bauen da gerade eine ziemlich große Armee auf. Ja, ich sehe es. Aber ich komme da nicht rüber. So einfach, sonst hätte ich das schon unterbunden. Ah, ach nö. Ach, ich sehe schon, was die vorhaben. Die wollen ihre Hauptstadt entlagern. Ja. Okay, die sind aber noch im Krieg mit Frankreich und Spanien. Also wird Böhmen nicht in diesen Krieg eingreifen, hoffe ich. Ich hoffe es wirklich. Ah, Krieg vorbei, sie greifen ein, ne? Nee, die wollen zu mir, glaube ich. Ja, doch, ja. Ach, ständig
permanent kurz. Ja, ich mache hier aber erstmal fertig. Also, ich kann das nicht. Ja, ich besetze mal Litauen. Wollen die meine Rebellen töten gehen? Das wäre nett. Wenn die KI das jetzt macht, dann fresse ich einen Besen. Normalerweise läuft sie drumherum. Einfach nur, um dich zu ficken. Brandenburg bekommt ja auch nichts auf die Reihe. Ist echt schlimm. Das wäre dann der KI-Move des Jahres. Machen sie gerade. Ja, doch, stimmt, tatsächlich. Wow, Alter, wie viel Glück könnt ihr da unten haben? Ich kriege alles reingedrückt und ihr so, wow. Als ob die gerade keine anderen Probleme hätten. Das ist sehr freundlich von denen. Man bräuchte da nicht hinlaufen. Die waren also wirklich auch okay, Doc. Warum hast du dieses Spiel? Ah, jetzt entlagern sie doch noch die Provinz für dich, Delfino. Ah, nee, doch. Nee, nicht. Schade. Ich wollte mich doch verarschen können. Die KI, Alter, ey. Genau deswegen streame ich auch nie wieder. Das ist das letzte Mal heute. Kanal wird gebrochen. Ja, das kann ja nicht sein. Er spielt halt Litauen, ne? Ja, es ist halt einfach. Es ist halt nur Litauen. Guck dir Litauen früher an, wie groß es war, und Litauen heute, wie klein es ist. Ja, wobei, das war ja nicht Litauen selber. Ja, aber auch mit Polen ist es nicht so groß. Oh, das Byzantinische Reich könnte ich auch wieder herstellen. Ah. Auch gemein. Äthiopien hebt neue Stacks aus und meine Vasallen töten die gleich. Ich hätte auch gemein. Union mit Polen. Boah, die haben da so eine starke Festung, ey. Die ist ganz schön fest. Aber wir sind gemein, Delfino, wir töten hier Christen gerade. Naja, 10 ist auch ganz schlecht. 10 ist auch nicht schlecht als Nachfolger, aber nee. Wobei, meine Herrscherin ist erst. Ja, komm, verpiss dich mal. Ich will was Besseres auf dem Thron als eine 10. Das ist illegal mit 10 Jahren. Bleib erstmal da. Das wird mir sonst zu knapp. Alter, was ist denn das für eine Festung? Ja. Stufe 18. Oh, endlich. Und Böhm ist immer noch mit. Jetzt mal die euren ganzen Stacks hier abschlachten, ey. Wie hat er jetzt was verloren? Was war denn das früher mal? Ach, die Schweiz, da ist. Die Schweiz ist plötzlich weg gewesen. Ach, naja. Passiert. Aber ich würde gerne diesen Krieg beenden, bevor sich Böhm da wieder einmischt. Lodin hat schon mal keinen Bock mehr, der Ding, ja. Ich lasse die unten da mal machen. Ich werde dann nur ein bisschen zurückerobern. Teilweise. Ja, aber die kriegen dadurch Warscore. Ja. Lass die mal schnetzeln da unten. Schick jetzt auch meine Armee da runter. Okay. Ne, die eine Festung will ich hier nicht. Die ist schon bei 71, aber die will nicht. Ja, nee, die lassen wir da schon stehen. Nicht jetzt abbrechen. Nee, ist klar. Mach mal weiter, Frieden, Delfin. Dann schlage ich ihn, ey.
War jetzt. Was? Moment, wieso? Hä? Okay, was zum Fick? Haben die nach. Wie lange kann man so nachträglich noch jemanden in den Krieg rufen? Das geht doch nicht. Nur sobald ihr Bedingungen erfüllt sind, ja, dass du beitreten kannst. Aber es geht auch nur eine bestimmte Zeit bis nach Kriegsanfang, oder? Ja, gut, aber KI halt, ne? Weil eben war Böhmen gegen. Einmal im Krieg gegen Frankreich und einmal im Krieg gegen Spanien. Der spanische Krieg ist jetzt vorbei und Spanien ist jetzt an Seiten von Frankreich mit dem Krieg. Ja. Das geht tatsächlich so, wie die Bedingungen denn erfüllt sind, dass ein Beitritt möglich ist. Ja, ist ja bei uns ploppt ja dann auch manchmal diese Trompete auf. Ja, also. Und so macht es die KI dann auch. Dass du. Wenn du Pech hast, hast du eine Arschkarte. Ich hoffe, der Krieg ist bald vorbei, bevor Böhmen, aber. Die haben mal wieder ein Nullsummenspiel hier. Jetzt darf ich wieder diesem scheiß Deck hinterherlaufen, der die ganze Zeit wegläuft. Ach, ich hasse es, wenn das Spiel sowas tut. Oh, Delfino, die rennen vor dir weg. Ja, die wollen bestimmt zu meiner Hauptstadt. Könnte ich mir vorstellen, zumindest. Ja, blockier mal den Weg. Ich will auch schnell was machen hier. Dass es schneller geht hier. Die Armee so richtig. So, mal aufteilen hier. Kann den Zeck ja noch ein bisschen größer machen gleich. Kann die Provinz tragen? Ja, die Provinz kann tragen, das ist gut. Lolland. Dann mal voll in den Zähler-Stack da unten rein mit deiner 20er. Den Zehner? Achso, die laufen ja weg, immer noch. Ja, die wollen zu deiner Hauptstadt da unten. Ja. Ich baue den Stack jetzt gerade erstmal aus. Man muss auch mal bereit sein, seine Hauptstadt zu opfern. Ich weiß nicht, ob ich die beiden schaffe mit meinem Stick. Wenn du einen guten General hast, ja. Es gibt Finnland. Ach so? Okay, ja. Okay, warum nicht? Klar. Kann man auch mal machen, ne? Man muss auch einfach mal Finnland. Der Dacke-Aufstand war sehr erfolgreich, wie es aussieht. Das Land der Finnen. Ist bald finito, würde ich sagen. So. Okay, dann brauche ich da nicht mehr hinlaufen. Achso, ne, ich bin ja schon da. Münster ist besetzt durch Frankreich. So, das Deck vergrößert sich. Gut. Ich find's toll. Ich finde halt direkt Ansprüche auf ganz Schweden. Geil. So. Jetzt 0,75% Korruption. Eieiei. Ich muss auch hier links mal. Der Fino läuft ja da, glaube ich, schon selber hin. Wenn ich das richtig interpretiere. Ach. Ja, Vasall macht das schon. Dein Vasall macht das auch, ja. Jetzt ist ja bald das ganze Land. Ne? Ja, aber pass mal auf deine Hauptstadt auf, sonst kriegen die Warscore. Ja, da laufe ich gleich hin. Einen Moment. Das kümmert sich gleich drum. Das mal sehen wir gleich, ne? Also, jeden Moment geht's richtig los.
So, ich kann Böhmen bestimmen. Mamelucken vielleicht. Blaue Horde. Blaue Horde. Die Blauen. Peter, kannst du mal die Garantie für Travesund aufheben? So, oh, stimmt, weil ich sie entlassen habe, doch, stimmt. Oh, ganz es gibt vergessen. Russland. Bitte? Es gibt Russland. Oh. Jetzt wird's lustig. Jetzt geht die mal da unten, Delfino, sonst. Ja, ich will gerade runtergehen. Eigentlich fehlen da noch zwei Truppen, aber egal, dann warte ich halt nicht so lange. Ja, drück's mir rein, Spiel, ich hasse dich auch. Vorher noch fünf so, Korruptionen? Er hat da unten kriegt alles Delfino als Besetzung. Ja, genau. Vier Jahre. So hier? Genau, genau. So ist das gut. Eigentlich reicht das schon so. Wow. Na, Sanas, nicht im Krieg mit uns, ne. So, das hier.